Gut, dann hey, das funktioniert. Wow. Ich hatte jetzt so den Eindruck, so gegensätzlich müssen transhumanistische Positionen und Positionen von Cyborgs / Menschen mit Handicap, Behinderung eigentlich gar nicht sein. Ein Gedanke, der sich mir auch schon vorher, als ich mich mit Transhumanismus beschäftigt habe, gestellt habe, war, und der sich jetzt als mit Ennos Vortrag, mit dass viele Gehörlose jetzt zum Beispiel die technische Entwicklung von Cochlea-Implantaten auch als Bedrohung beziehungsweise in der Formulierung auf dem Tweet sogar als Genozid an der Gehörlosenkultur begreifen und dass man das auch nachvollziehen kann. Da stellt sich mir die Frage, ja, es ist natürlich immer die Frage des Wertesystems, mit dem man versucht zu beurteilen, ist eine technische Erweiterung, Veränderung des Menschen gerechtfertigt, gut, wo, wie, nicht. Transhumanismus versucht, eine Antwort darauf zu geben. Als ich nachgedacht habe über alle möglichen technischen Veränderungen, die Menschen schon vorgenommen haben, die teilweise auch zum Aussterben von menschlichen Kulturen wie Pflanzen, wie was auch immer geführt haben, habe ich mir überlegt, ist ein Punkt dabei, eventuell das bewusste Verlangsamen von Prozessen, weil dass Kulturen, Pflanzen, Tierarten, alles Mögliche ausgestorben sind, lag auch immer an extrem sprunghaften Veränderungen. Es gibt auch immer das schöne amerikanische Schlagwort von den Disruptive Technologies, die jeweils Wirtschaftssektoren, aber alles Mögliche lahmlegen oder beenden können in sehr kurzer Zeit. Es ist ein, und das konnte früher in dem Ausmaß nicht so schnell passieren, ob es nun ein Baustil oder eine Kultur war, weil es sich von Generationen über Generationen weiter vererbt hat und natürlich auch über lange Zeiträume erprobt wurde. Und diese langen Zeiträume der Erprobung und des Ausprobierens, bewährt sich etwas langfristig oder nicht, die haben wir mit den sprunghaften Veränderungen nicht mehr. Ja, das wäre sozusagen meine Eingangsfrage. Möchtest du vielleicht anfangen, Stefan, oder? Dass die Beschleunigung der technischen Sprünge so hoch ist, dass wir keinerlei Zeit mehr haben, auszuprobieren, was für uns tauglich ist oder nicht, sondern dass wir sozusagen von einem Sprung ins kalte Wasser zum nächsten geschoben werden. Also ich glaube persönlich, dass man sieht heutzutage so gerade gentechnologische Veränderungen, aber auch gerade die Veränderungen im Bereich der Information Technology so als so radikale Veränderungen an. Mir, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir heute so eine enorme Beschleunigung oder so einen radikalen Paradigmenwechsel hinsichtlich der Technologie stattfindet. Es scheint mir vielmehr zu sein, dass darauf versuche ich auch hinzuweisen. Also gerade wenn man sagt, ja, mit der Gentechnologie, da haben wir eine neue Technologie verändert, die wir vorher nie hatten. Das ist nicht richtig. Zum Beispiel muss man einfach berücksichtigen, was in den letzten 10, 15 Jahren wurde, was im Bereich der Epigenetik erkannt wurde. Man hat früher gedacht, dass sozusagen äußerliche Einflüsse, externe Einflüsse, Umwelteinflüsse keinen Effekt, keine Bedeutung auf der genetischen Ebene hervorrufen hätten. Durch die Epigenetik-Forschung hat man bemerkt, dass man über Stress, Ernährung, Umwelteinflüsse, die Diät, das, was man isst, generell, dass das eine Konsequenz dafür hat, ob bestimmte Gene angeschaltet werden, ob bestimmte Gene ausgeschaltet werden, wie die Gene zueinander stehen. Das heißt, die
traditionelle Erziehung, die traditionellen Umwelteinflüsse haben immer schon einen Effekt auf der genetischen Ebene mit verursacht, ob Gene an- und ausgeschaltet werden. Und das hat einen enormen Einfluss auch auf die phänomenale Erscheinung eines Menschen, auf die Eigenschaften, die ein Mensch hat. Und aus diesem Grund denke ich, ja, mithilfe der neuesten Analysemöglichkeiten, mithilfe der Modifikationsmöglichkeiten, die noch gar nicht so weit ausgeprägt sind, da haben wir vielleicht jetzt mehr Möglichkeiten zum Einfluss. Aber das steht in einer kontinuierlichen Tradition von dem, was wir immer schon gemacht haben. Und selbst eine genetische Veränderung konnte selbst schon in der Erziehung implizit mit hervorgerufen werden. Also das ist alles, wir müssen, glaube ich, erstmal durchatmen und merken, diese neuesten Technologien stehen im Prinzip in der Tradition, was Menschen immer schon gemacht haben. Sie haben auf Techniken zurückgegriffen, um irgendwie ihr Leben ein bisschen angenehmer, leichter, vielleicht auch erfüllter zu machen. Und das ist, was mit den neuesten Technologien auch geschieht. Ich sehe da also gar nicht so diese radikalen Sprünge, wie das häufig beschrieben wird. Jetzt ist schwer, sage ich was zur Genetik oder sage ich was zur Beschleunigung? Zum Thema Beschleunigung, es scheint zumindest in westlichen Zivilisationen eine Konstante zu sein, dass wir ständig das Gefühl haben, alles beschleunigt sich unglaublich. Es gibt aus den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Beschreibungen für psychische Probleme und damals noch Hysterie genannte Erkrankungsbilder, unter anderem auch von Sigmund Freud, die, wenn man sich das durchliest, unglaublich dem ähneln, was wir heute Burnout nennen. Und die große Frage ist jetzt, geschieht diese Beschleunigung tatsächlich und können wir mit dem umgehen oder kommt es uns nur so vor, weil wir alle eben nach diesem schönen Spruch von Douglas Adams, alles bis zu unserem 20. Lebensjahr ist quasi von Natur aus da und Gott gegeben, was gefunden wird zwischen unserem 20. und 30. Lebensjahr wird die Welt verändern und eine ganz große Sache sein, alles was gefunden wird, nachdem wir 30 Jahre alt sind, ist halt gefährlich, böse und unser Untergang. Ich glaube, dass sich dieser Spruch sehr gut auf dieses Gefühl der Beschleunigung anwenden lässt. Man kann allerdings nicht bestreiten, dass sich Dinge tatsächlich beschleunigen. Also Kommunikation wird schneller über das Internet, Reisen, weil diese Dinge werden immer schneller. Und ich habe leider ein unglaublich schlechtes Namensgedächtnis. Das wäre eines der ersten Geräte, die ich mir gerne einbauen würde, wäre ein besseres Namensgedächtnis. Es gibt diesen berühmten Zeitforscher, der auch in Richtung Zeitpolitik ist, unterwegs ist und viel über Entschleunigung und dieses ganze Thema geredet hat. Und der hat neulich in einem Interview ganz bemerkenswert gesagt, dass die Anpassung des Menschen mit Cyborg-Technologien tatsächlich eine Antwort darauf ist, dass der Mensch mit seiner selbst verursachten Beschleunigung überhaupt noch mithalten kann. Und ich bin mir total unsicher, ob ich das bewerten mag, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden mag. Ich möchte dazu sagen, ich glaube, man kann das nicht kritisieren, indem man sagt, alles geht zu schnell, die Beschleunigung ist zu hoch als absolutes Kriterium, sondern man muss sich das in den verschiedenen Facetten angucken und sehen, was wie schnell sich weiterentwickelt. Wenn sich die Gesellschaft von ihrer Entwicklung erstellt, weiterentwickelt, dann wäre es sehr gut. Also wenn zum Beispiel ethische Normen sich so schnell weiterentwickeln, dass wir eine starke Solidargemeinschaft haben, dass jeder gleichberechtigtes Leben kann, dass wir eine Intention haben, dann wird da eine Beschleunigung nicht angebracht. Und ich sehe im Moment, dass in manchen Bereichen Technologien, die auch negative Folgen haben können, nicht müssen, so schnell entwickelt werden, dass der ethische Fortschritt, der gesellschaftliche Fortschritt, nicht mithalten kann. Das heißt, da wäre im Umkehrschluss nicht, dass es zu schnell ist, sondern vielleicht kann das auch heißen, dass der Gesellschaft im ethischen Sinne, im Solidarität, jetzt nicht noch bei allen müsste. Ja? Also wenn ich zum Beispiel wieder in der Genetik der Karte,
Italien oder so zum Beispiel, was 2021 angeht, damit es da zur Auslese benutzt und Kinder mit Down-Syndrom werden deswegen nicht geboren, weil Eltern, die noch keine haben mittlerweile, durch Bluttests, ja, das zu machen, und das ist ein ob das fällt oder nicht. Technisch gesehen ist das wunderbar und für viele Eltern ist es auch eine gute Sache, aber ethisch gesehen ist die Gesellschaft, könnte sie einfach weiter sein zu erkennen und das Wissen könnte da sein, dass die Vielfalt, die eigentlich auch durch Kinder mit Trisomie 21 vorhanden ist, auch ein hohes Gut ist, dass es gar nicht angewendet werden muss oder dass es gar nicht notwendig ist. Und da wünsche ich mir eher eine Beschleunigung in den Aspekten als eine Entschleunigung in den technologischen Aspekten. Ja, das ist ja sozusagen das Grundproblem, dass ich wollte jetzt keine leichtfertige Beschleunigungskritik üben oder so, sondern also aber so ganz einfache Sachen, wenn Pränataldiagnostik radikal eingeführt wird, ebenso wie Cochlea-Implantate, wird es, weiß ich nicht, Leute wie dich nur noch sehr wenige geben, anzunehmen, ebenso wie die Gehörlosenkultur innerhalb von 20 Jahren zu großen Teilen verschwinden wird zumindest. Gerade die Vorstellung, dass eine, mit dem Voranschreiten des Gebrauchs von Präimplantationsdiagnostik eine Gesellschaft ohne Menschen mit Behinderung entstehen wird, ich glaube, das ist einfach, das ist keine realistische Schlussfolgerung. Also zum einen muss man einfach auch berücksichtigen, dass die meisten Formen von Behinderung über 80% während des Lebens entstehen. Das ist einfach schon eine, das heißt, es wird immer eine Gesellschaft geben mit Menschen mit Behinderung und das ist auch gut. Es wird immer eine geben, natürlich. Und wir werden immer im Leben, wir werden über Autounfälle, über Abstürze beim Klettern, das sind die Fälle, wo immer Behinderungen für uns jeden, das jederzeit passieren können. Also insofern, verstärktes Anwenden etwa von Präimplantationsdiagnostik, das zur Folge hätte, da ist kein realistischer Connex dazwischen. Ich halte nur, das habe ich, denke ich, auch im Vortrag vorhin angesprochen, die gegenwärtige Regelung, wie jetzt gerade mit der Präimplantationsdiagnostik umgegangen wird, in Deutschland einfach scheinheilig. Man sagt in Deutschland, also ein großer Grund, warum man diese Technik auf diese Technik nicht zurückgreifen wollte, weil das Argument, auf diese Weise werden Menschen mit Behinderung stigmatisiert. Das ist jetzt das Argument gewesen. Jetzt haben sie vor 2 Jahren oder so wurde die Revision durchgeführt, nachdem ein Arzt sich selbst angezeigt hat, der PED durchgeführt hat. Dann kam das zu gesetzlichen Revisionen, langen Beratungen im Bundestag und diese Revisionen hatten zur Folge, dass man Präimplantationsdiagnostik in den Fällen durchsetzen dürfte oder in den Fällen durchgeführt werden dürfte, in denen bei den Eltern eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben war, dass bei den Kindern eine starke Form von Behinderung auftritt. Aber allgemein wird gesagt, eigentlich ist diese Technik moralisch verwerflich. Jetzt hat man gesagt, aber in den Fällen, wo ein Kind mit Behinderung entstehen kann, darf diese eigentlich moralisch verwerfliche Technik auf einmal eingesetzt werden. Welche Implikationen hat das denn? Das hat denn doch genau die Konnotationen, dass eben dadurch werden Menschen mit Behinderung stigmatisiert. Und wenn man eine liberalere Regelung nehmen würde, wo man sagt, nein, die Eltern können nach wahllosen Kriterien auswählen, dann würde diese Stigmatisierung viel stärker verschwinden, als das so mit der, als es so gegeben, wie es vor der gesetzlichen Regelung in der Gegenwart geschehen dürfte. Also, oder möchte ich bitte? Ja, ich weiß erst, da hast du nicht mal recht, dass die
dass die Erinnerung absurd ist und dass sie zu einer viel größeren Kriminalisierung führt. Ich sehe das Ganze nicht mehr zusammen mit Verinternationslehrer, sondern auch mit Prenatalien oder so. Also nein, das ist ja erlaubt, das ist genauso absurd. Wenn man das nicht mal als beides zusammen betrachten. Du hast aber das Argument angeführt, dass die Kriminalisierung kleiner wäre, wenn das Ganze liberaler betrachtet wäre. Die Stigmatisierung wäre vielleicht kleiner, der soziale Druck aber nicht. Weil die Eltern natürlich trotzdem noch unter dem Druck stehen, dass eine Behinderung eines Kindes ein sozialer Nachteil ist. Das ist in unserer Gesellschaft so, das sollte man nicht kleinreden. Also bevor man diese Technologie einführt, sollte man eben erst erfahren, dass der soziale Druck genommen wird, dass eben Inklusion gegeben ist und so weiter. Dass Eltern nicht unter diesen Erkrankungen beraten müssen, vor allem nicht unter einem Rechtfertigungsdruck, wenn nämlich jeder aussortieren kann, dann wird es irgendwann eventuell so kommen, dass Eltern, die nicht aussortieren, aus Glaubensgründen, aus Überzeugungsgründen, aus ethischen Gründen, was auch immer, die Frage stellen wird, hättest du doch machen können, hättest du dir das nicht ersparen können, und jetzt soll die Krankenkassen dafür bezahlen. Warum? Ja, so sagen wir. Also im Grunde genommen heißt es ja auch, wenn Eltern mit anders gesunden Kindern auf, sagen wir mal, staatliche Betreuung, wie sie jetzt läuft, und staatliche Fürsorge, wie sie jetzt läuft, angewiesen sind, dann musst du bereit sein, dein Leben sozusagen ganz stark deinem Kind zu widmen, dein Vermögen deinem Kind zu widmen. Wenn der Partner, die Partnerin von einem anders gesunden bist, fällst du mehr oder weniger, wenn das Vermögen aufgebraucht ist, in die Sozialhilfe, auch wenn du oder er sie arbeiten. Und diese ganzen, sagen wir mal, Barrierefreiheiten, die es per Gesetz nicht gibt und die fehlende Inklusion in den Arbeitsmarkt, das sind ja die krassen Bedingungen. Und solange die nicht aufgelöst sind, also solange ein Unternehmen so einen schlechten Witz von Strafe zahlen muss, wenn er seine anders gesunden Behindertenquote nicht erfüllt, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Pränataldiagnostik ganz starken Druck auf die Eltern ausübt. Ja, aber das ist kein Problem, denke ich, der Diagnostik. Das ist kein Problem der Pränataldiagnostik oder auch der PED, sondern das ist ein Problem des gesellschaftlichen Umstandes, wie damit umgegangen wird. Ja. Den kann man ja nicht ignorieren. Bitte? Den kann man ja nicht ignorieren, den Umstand. Ja, natürlich, den man aber, hat. Aber deswegen ist. Sag ich, es ist keine Frage sozusagen die an der Technik. Die Technik ist einfach ein Mittel, um bestimmte Ziele zu erfolgen. Die Frage ist, wie verändere ich diesen gesellschaftlichen Umstand? Und eine Möglichkeit, das ist ja auch ein Punkt, den ich vorhin zumindest schon angesprochen habe, zu verdeutlichen, naja, zum Beispiel auch die Selektion eines Menschen, eines gehörlosen Menschen, kann eine Verbesserung, auch das kann in bestimmten sozialen Umständen eine Form von Enhancement, von Verbesserung darstellen. Und eben nicht nur diese traditionellen Standards, die stets hochgehalten werden, von besser, schneller, höher. Und ich denke, wenn man verdeutlicht und den sozialen Kontext verdeutlicht, dass eben gerade das gute Leben eben nicht nur an vielleicht traditionell kapitalistische Ideale gekoppelt ist, sondern es von den jeweils individuellen Anforderungen abhängig ist, wie man ein gutes Leben. Dadurch wird verdeutlicht, dass eben der große Wert der Pluralität und dass diese Pluralität in einer Gesellschaft auch gefördert werden muss. Also ich wäre da ja unheimlich gerne deiner Meinung. Meine Befürchtung ist nur, dass die ja da einfach zu sehr sozialen und kapitalistischen Zwängen unterliegen. Ich habe jetzt gerade, während ihr darüber geredet habt, so ein bisschen rumüberlegt. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Ausnahmefall verbieten würde, dieses Kind mit Down-Syndrom auszutragen, mit welchem Recht kann man denn dann überhaupt noch erlauben, zum Beispiel überhaupt eine Abtreibung vornehmen zu können? Und die wiederum passieren ja eben auch häufig, weil Mütter eben gerade in ihrer Lebensphase sich dem nicht gewappnet fühlen oder tausend Gründe haben, die oft
materiellen und sozialen Ursprungs sind, jetzt dieses Kind halt gerade nicht bekommen zu wollen. Meine Sorge ist, wenn wir Einfluss darauf nehmen können, wie unser Nachwuchs dann eines Tages beschaffen ist, dass wir die Fehler, die wir heute schon machen in der Bildung mit massiv trimmen, selektierendes Schulsystem, Bologna-Reform an der Uni und alles knallhart durchprügeln und so, dass wir genau die gleiche Logik auch darauf anwenden, um möglichst, ich sag mal, fitten, konkurrenzfähigen Nachwuchs dann auf die Welt zu bringen und dass es eher eine Minderheit sein könnte, die da andere Wertmaßstäbe anlegt und so agiert, wie du das vorschlägst. Wenn die Menschen so agieren würden, wie du das vorschlägst, hätte ich da kein Problem mit. Aber ich frage mich, ob das in einer kapitalistischen Welt funktionieren kann. Ist das ein Problem der genetischen Modifikation, die man als Strukturanalog zur traditionellen Erziehung sieht? Oder ist das ein Problem der gesellschaftlichen Umstände? Oder denkst du, dass durch den Einsatz der, wenn man jetzt, also ich gehe davon aus, habe das analysiert in wissenschaftlichen Artikeln, dass man im Prinzip eine genetische Modifikation ist strukturell nichts anderes als das, was man in der traditionellen Erziehung auch macht. Man versucht eben bestimmten Einfluss auf den, die Eltern machen Entscheidungen und nehmen Einfluss auf den Nachwuchs. Wenn wir über Tradition reden, ist es wichtig zu sagen, dass das Podium White Men sind und im Publikum Frauen sitzen, die sich gerne beteiligen möchten. Und von daher, ich habe das Podium nicht zusammengestellt. Ich wollte jetzt auch nicht dein Argument unterbrechen, sondern ich habe Tradition gehört und ich kann mich ja nicht zurückhalten. Also ich will jetzt noch hören, was du sagst, aber die Lady hatte sich halt auch gemeldet. Was ich sagen wollte ist, es kann Umstände geben, in denen etwas auch gut ist. Das zwingt ja dazu, vorher die Geschichte zu wissen, in welchen Umständen das gut ist. Also an dem gehörlosen Beispiel zu sagen, ich kenne schon die Kultur, in der das, was ein Gehörloser hat, funktioniert. Es zwingt dann aber dazu, wenn es schon kein perfekter Mensch ist, dann brauche ich wenigstens die perfekte Geschichte dazu. Ich finde das nicht so arg unterschiedlich. Also zu sagen zu müssen, ich muss dann zumindest plausibel erläutern, warum meine Art von Perfektion auch eine ist. Und nicht abzuwarten, was ist es mal, was passiert da? Die Kultur kann sogar die richtige sein, das Kind könnte trotzdem nachhaltig sein, wenn man weiß, wie der Lerntyp des Kindes ist. Das ist nämlich auch die Wissenheit, der sein Lerntyp, was man wissen kann, was dann. Wie auch immer, also man kann ja, also es verengt den Horizont auf das, was Eltern sich als gutes Leben vorstellen können. Natürlich macht das Erziehung hinterher auch, aber man ist ja nicht nur auf seine Eltern angewiesen. Und man lernt ja manchmal auch Dinge von seinen Eltern, die die nicht wussten, dass sie einem beibringen. Also. Ich möchte jetzt mal nochmal eine Frage stellen. Habe ich mich eben bei deinem Vortrag auch mal gefragt. Du hast ja in Analoma bezogen, die Analogie zwischen der Erziehung und der genetischen Manipulation. Aber so ist ja normativ auch die Erziehung eingeschränkt. Also Eltern können ihr Kinder zum Beispiel nicht dadurch erziehen, es zu schlagen oder so. Die Unverhältnismäßigkeit des Körpers ist ja eine Norm, tatsächlich eine Norm. Und wo in dem Kontext ist es denn da, genetische Manipulation oder das auch, eigentlich ein krasser Eingriff ist. Also durchaus zum Weitverständnis vergleichbar mit einem Schlagen oder mit einer Gewalt, die auch strukturell an einer großen Erziehung sind. Ja? Genau, also genau wie bei im Rahmen der Erziehung, es natürlich angemessene Formen der Erziehung gibt und es gibt andere Formen von Erziehung, wo man sagt, das ist Kindesmissbrauch, das ist keine angemessene Erziehung. Genauso in Analogie dazu gibt es bei den genetischen Modifikationen, ist nicht jede genetische Modifikation damit moralisch legitim. Mit dem Argument habe ich nur versucht, deutlich zu machen, genetische Modifikation muss nicht moralisch verwerflich sein. Das ist sozusagen in Deutschland der allgemeine Konsens unter
wissenschaftlichen Ethikern, vielleicht auch in der breiteren Gesellschaft, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wo gesagt wird, genetische Modifikation ist immer was Böses, immer was Verwerfliches. Wenn man sich das aber mal deutlich macht, dass tatsächlich dort strukturanaloge Prozesse vorhanden sind, dann sollten diese analogen Prozesse moralisch auch analog bewertet werden. Das heißt, es gibt gute Fassungen davon und es gibt solche, die abzulehnen sind. Was gut und was sozusagen verwerflich ist, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr stark abhängig davon, was wir in der Gesellschaft wollen. Da gibt es keine ewige Antwort darauf, die für alle Gesellschaften gültig ist. Unsere Antwort, wie sie in Deutschland gegeben wird, wird sicher eine andere sein, wie die in den Vereinigten Staaten gegeben wird. Aber gibt es nicht zum Beispiel auch das, also sagen wir mal, eine genetische Veränderung ist ja eine Vorwegnahme. Wenn man sagen würde, bis zum 13., 12. Lebensjahr, man könnte das vergleichen, sind bestimmte Erziehungsprozesse auch teilweise irreversibel oder sehr schwierig. Von daher unterscheidet sich es vielleicht gar nicht so sehr. Und es werden bestimmte Eltern sein, die das tun, die höchstwahrscheinlich ihr Kind eh nach Eton oder Harvard schicken würden. Also es ist schon eine Elite tendenziell, die versuchen würde, nehme ich jetzt mal an, ihre Kinder genetisch zu modifizieren. Aber ich fand es nochmal wichtig, bevor wir zur Modifikation kommen, zur Selektion zu schauen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was an den Kindern mit Down-Syndrom so problematisch sein sollte für die Gesamtgesellschaft, wenn es vernünftige soziale Unterstützung und Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt gibt. Und die gibt es ja immer wieder, die gibt es immer mehr, wo jetzt teilweise auch so eine Art vielleicht Missbrauch entstehen kann. Die evangelische Kirche hatte zum Beispiel, irgendeine evangelische Akademie, ich glaube in Bad Boll, hatte jetzt einen Workshop gemacht oder ein Symposium, dass der Mensch mit Down-Syndrom als Human Capacity im Unternehmen, der Wohlfühlfaktor Mensch mit Down-Syndrom. Also so, dass man, ja, das habt ihr sicher alle schon gehört, so dieses Zuschreiben, ja, die sind so emotional und so lieb und unsere so Kuscheltierchen. Und dahin kann es ja dann irgendwie auch gehen, dass es ein Receive ist. Entschuldigung, das ist so zuspitze, aber so ist es nicht im Grunde. Frage ich mich immer, Leute, die sowas sagen, wie viel sie darüber gelesen haben und wie viele Downies sie real getroffen haben. Genau. Muss bei Leibniz nicht immer ein Wohlfühlfaktor sein. Ja, ja, klar. Ich würde gerne noch was zu den Freiraum da leben, wenn ich darf. Und zwar, ich fand das sehr, sehr wichtig, dass wir gerade das hier diskutieren, dass wir Vorschlag machen können, vielleicht auch in Europa machen können. Aber ich finde das auch, dass alles, was passieren kann, wird passieren in der Menschheit. Das heißt, wenn wir jetzt in die politisch inkorrekt was sagen, dann wird in Antarktis jemand auch das erste Mal auf die Idee kommen, was sie machen, was wir hier nicht wollen, dann wird es in der Welt auch trotzdem passieren. Und dass wir dann immer Schule machen, dann wird es in die Fraktionen gehen, die dafür dagegen sind. Also ich denke, die Welt ist ja so pluralistisch, dass wir alle Formen, alle Auswüchse auf jeden Fall erleben werden, ob wir wollen oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe auch davon aus, sozusagen, es gibt häufig, wenn ich einfach Beispiele schildere, was in der Gegenwart schon möglich ist, gibt es so eine Reaktion, das will ich eigentlich nicht. Und dann sage ich, das ist egal, glaube ich, es geschieht. Der technische Fortschritt in dem Bezug, das ist, glaube ich, das ist nicht mehr verhandelbar. Wenn es hier nicht geschieht, geschieht es in anderen Ländern. Und im Zweifelsfall wird Seasteading betrieben, dann gibt es bestimmte Wissenschaftler, die begeben sich auf die Ölplattformen, die sich außerhalb vom Herrschaftsbereich von bestimmten Ländern liegen, um Forschung zu betreiben, die in allen Ländern der Welt verboten sind. Also, die Frage ist, nicht sozusagen wollen wir diesen Technikenfortschritt, sondern die Frage ist, wie wollen wir vor dem Hintergrund, welcher Werte und Normen wollen wir ihn eingrenzen? Und das ist der Grund, warum mich das Thema interessiert, warum ich Leute auch versuche, darauf aufmerksam zu machen und es wichtig ist, einen gesellschaftlichen Dialog zu den Fragestellungen in den Raum zu stellen, damit wir jede gesellschaftliche, auch gesetzliche Basis braucht letztendlich eben einen gesellschaftlichen Konsens, eine Untermauerung, die sagt, genau das ist eine Regelung, die wir tragen wollen. Und das setzt voraus, dass wir uns vorher mit den Techniken auseinandergesetzt haben, um uns klar zu werden, ja, wie wollen wir das denn eigentlich haben? Wird es einen Neuroscanner geben künftig oder so, vielleicht in die unerwünschte Leute da nicht reinzulassen? Ich würde das gerne mal von der Genetik wegholen, weil das ja auch
doch so ein bisschen tabuisiert ist, hin zu einem anderen Eingriff, nämlich ein Cochlea-Implantat einsetzen in der frühkindlichen Entwicklung. Man macht es heute im Alter von 9 bis 12 Monaten, also wirklich extrem früh. Macht es natürlich nur auf Wunsch und mit Zustimmung der Eltern. Es gibt allerdings durchaus Tendenzen, hat zu verschiedenen Situationen gegeben, dass zum Beispiel auch irgendwelche Ämter, Gebärdensprache, Dolmetscher und Eingliederungsbeihilfen verweigert haben mit dem Argument, man könne sich ja ein Cochlea-Implantat einpflanzen, das ein absurdes Argument ist, weil, was man wissen muss, in der frühkindlichen Entwicklung macht das Gehirn starke Entwicklungssprünge durch und die Hirnstrukturen, die nötig sind, um mit dem Gehörten etwas anfangen zu können, entwickelt ein Kind dann in dieser Zeit. Das heißt, wenn ich einen erwachsenen Gehörlosen nehme und ihm ein Cochlea-Implantat einsetze, wird am Ende er oder sie was hören, aber nicht unbedingt verstehen oder nur mit sehr viel Training und sehr viel Gehör. Während das bei einem Kleinstkind eben super funktioniert, dass man hinterher so quasi normal hörende, in Anführungsstrichen, Menschen da bekommt. Und das ist ja nun genau die Weichenstellung, die sich mit der Genetik auch ergebe, wenn es zielsicher genug funktionieren würde, die wir mit dem Argument machen, ja, sonst ist das Kind ja behindert, hat aber eben auf der Schattenseite das vielleicht Verschwinden der Gehörlosenkultur auf der Gegenseite zu verbuchen. Und wenn ich mich jetzt frage, was ich jetzt unter diesem Gesichtspunkt gut und richtig finde, ist, dass man meiner Meinung nach jeden möglichen Eingriff, egal ob das jetzt auf genetischer oder auf anderer Ebene passiert, an Kindern oder an Menschen, die nicht selbst für sich entscheiden können, immer mit dem Ziel gemacht werden muss, den Entscheidungsraum und den Freiheitsgrad zu erhöhen. Mhm. Also Beispiel, wenn ich das Cochlea-Implantat nicht in diesem Alter implantiere, wird dieser Mensch im Erwachsenenalter nicht die Möglichkeit haben zu sagen, jetzt möchte ich doch eins unter den Hörenden sein, während wenn ich es in dem Alter implantiere, dieser Mensch weiterhin die Wahlfreiheit hat, später dann zu sagen, ja, also ich habe zwar dieses Cochlea-Implantat, aber ich fühle mich trotzdem in der Gehörlosen-Community wohl und spreche die Gebärdensprache und so weiter. Mir ist klar, dass das dazu führt, dass ein Großteil der Menschen, die diese kleine Community eher verlassen würde, aber immerhin habe ich dann größtmögliche Wahlfreiheit verschafft. Und ich denke, dass man alle genetischen Eingriffe oder alle medizinischen Eingriffe, die man machen kann, daraufhin abklopfen sollte, wie viel Wahlfreiheit hat das spätere Individuum mit dieser Modifikation. Vermutlich ist es deshalb innerhalb der Genetik so, so emotional sofort, weil da ist die Entscheidung halt Leben, nicht Leben, da gibt es relativ wenig Spielraum. Es hat eine Endgültigkeit, die andere Eingriffe. Es kommt darauf an, ob es sozusagen Selektion ist oder eine Modifikation ist. Ja. Die Modifikation auch funktioniert schon, aber noch nicht so verlässlich. Bei der Selektion ist natürlich am Anfang die Frage, es werden ja im Rahmen von künstlichen Befruchtungen immer nur 3 befruchtete Eizellen ausgewählt, die dann implantiert werden. In Deutschland ist so, es dürfen auch nur, jede Eizelle, die befruchtet wird, muss implantiert werden. Diese Wahlmöglichkeit besteht ja überhaupt nur in Ländern wie zum Beispiel England. Dort werden 40 bis 50 Eizellen entnommen, alle werden befruchtet und dann werden 3 selektiert. Die müssen, weil 40 bis 50 vorhanden sind. Und dann stellt sich einfach die Frage, ja, welche drei werden selektiert? Und da ist die Frage dann. Und dann stellt sich einfach die Frage, rechtliche Frage, wie schätze ich den moralischen Status von befruchteten Eizellen ein? Haben die so einen Stellenwert wie Personen oder haben die einen Stellenwert, dass es einfach befruchtete Eizellen sind? Ich wollte gar nicht unbedingt auf das Thema zurückkommen. Okay. Ich wollte nur sagen, dass das mit der Wahlfreiheit verdeutlicht nochmal, warum das andere Thema so
emotional besetzt ist, weil, dann eben, weil es eben keinerlei Wahlmöglichkeiten mehr hat. Dann. Also es hat sowas eben. Ja, und ergänzend dazu ganz kurz, in, ihr wisst, wir hören, dass in Indien jedes Jahr so 1 Million Mädchen abgetrieben werden, also dieser Femizid enormen Ausmaßes aufgrund einer bestimmten kulturellen Prägung, die halt Jungs bevorzugt oder auch Menschen nicht erlaubt, sich zu sozialisieren als Trans, als Jungs, als Mädchen. Das ist halt erschreckend und da das so bekannt ist, ist es vielleicht ja auch, also hier in der Gesellschaft garantiert nicht, aber man weiß, wozu Pränataldiagnostik innerhalb bestimmter sozialer Stratifizierung führen kann. Ne? Und ich würde auch gerne mal, ich finde es durchaus auch spannend, Sonderbarkeit oder eine Andersartigkeit. Irgendwas entsteht ja daraus, über dieses Wesen, körperliche Wesen, führt es ja daraus, ich sehe die Welt anders, ich mache andere Erfahrungen. Das heißt, man raubt sich ja einen potenziellen Reichtum, den man aber nicht überblicken kann. Man verändert die Voraussetzungen, dadurch kann die Wahlmöglichkeiten, wenn man etwas selektiert, kann die Pluralität genauso fördern, weil natürlich jeder die Kriterien, die ein jeweiliges Elternpaar anlegt, genau wie der Erziehung auch, die sind so plural wie die Vorstellung innerhalb der Menschen, was sie mit einem guten Leben identifizieren. Also auch da vor dem Hintergrund wäre ich vorsichtig. Wie plural sind die? Also das ist dann nochmal so eine andere Frage. Wie plural sind die, wenn man bestimmte Bilder hat, die sind dann Mode, und dann gibt es auf einmal nur noch die. Das kann sein. Einmal ist die Mode, vielleicht grüne Haare zu haben, und im nächsten Jahr, nächsten 5 Jahre sind sie blauhaarig. Finde ich jetzt persönlich, sehe darin jetzt keinen großen moralischen Einwand. Also das wäre doch jetzt wirklich klassenmäßig stratifiziert. Eine Gesellschaft, die Unterschicht in England, die Working Class, kann sich das doch überhaupt nicht leisten. Also dass man seine Eizellen untersuchen lässt und selektiert, ist eine Sache der finanzkräftigen Upper Class. Und dann kommt es höchstwahrscheinlich wirklich zu dem Thema, wir haben dann Super-Cyborgs mit Hyper-Qualities und halt eine Unterschicht, die halt noch sehr menschlich ist. Und dann gibt es noch stärkere Zuspitzungen, oder? Die Frage ist da tatsächlich, wie will ich rechtlich mit umgehen? Und ich habe einmal, man muss sich realisieren vor dem Hintergrund, dass da im Prinzip die Selektion von befruchteten Eizellen nach künstlicher Befruchtung und Reimplantationsdiagnostik strukturell letztendlich nichts anderes ist, als wenn wir uns einen Partner auswählen, mit dem wir einmal Nachwuchs haben wollen. Weil letzten Endes mit dem Partner, mit dem wir traditionell Nachwuchs haben wollen, kommen 50% der Gene von einem selbst. 50% kommen von dem Partner und damit sind 100% der Gene des Nachwuchs determiniert. Manche davon sieht man, die der hat, und manche sieht man nicht. Richtig, also genau. Das Überraschungsmoment ist schon ein bisschen höher. Ja, das stimmt. Doch, wenn der Partner nicht unbedingt an der Väter rauskommt. Also man wählt ja auch einen Partner daraus, aber auch aus, der gut man einfach zusammenpasst, welche Interessen man hat. Manchmal ist es einfach Zufall. Also ich glaube, dass strukturelle Erlaubung, also ich sehe das noch nicht mal. Also man sollte vielleicht vor dem Hintergrund zu sagen, selbst bei der Partnerwahl gar nicht mal so stark unberücksichtigt lassen, was vielleicht sozusagen so traditionell evolutionär bedingte Kriterien vielleicht eine größere Rolle spielen, als das uns bewusst bei der tatsächlichen Partnerwahl so immer bewusst ist. Man macht ja auch sozusagen diejenigen Partner, mit denen man vielleicht eine kurzzeitige Beziehung hat, da legt man andere Kriterien an, als bei denen, mit denen man einmal Kinder hat. Dann hätten aber Menschen mit einer Erbkrankheit niemals einen Partner und würden keine Kinder bekommen. Über was? Dann hätten Menschen mit einer Erbkrankheit per se keine Chance, einen Partner zu bekommen und Kinder zu haben. Da es aber anders ist, widerlegt ja deine Argumente. Ne?
Das, ich habe ja nicht gesagt, dass, dass damit jede Form von Partner, da ist einfach die Gruppe der potenziellen Partner eine andere. Also das ist einfach eine, sind andere Gruppen, die dann zusammenkommen. Also genauso wie das ist. Es gibt aber auch soziologische Studien, wonach Leute, die halt im ersten Semester zufällig in der ersten Vorlesung nebeneinander sitzen, dann auch 20 Jahre später noch befreundet sind. Also ist so nur Genetik ist ja jetzt. Also ich bin ja 20 Jahre lang mit Hörgeräten rumgelaufen und war kommunikativ sehr eingeschränkt und ich kann nur sagen, glaub mir, die Gruppe ist nicht einfach nur eine andere, sie ist erheblich kleiner. Also ich würde gerne ein Beispiel erzählen. Also ich war 40 Jahre lang Lehrerin und mit Haar und Haaren. Und ich hatte am Anfang Grundschule und eines Tages kam eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm zu mir in die Klasse, ob ich dieses Kind in die Klasse aufnehmen würde. Und das war ein Kind, was querschnittsgelähmt zur Welt gekommen war. Und dann bin ich in die Klasse und dann habe ich das mit der Klasse, eine zweite Grundschulklasse, habe ich das mit denen besprochen. Und da haben die gesagt, klar, nehmen wir auf. Und dann haben wir immer einen Rollstuhl in der Klasse gehabt und sie konnte das Mädchen, Katharina durfte entscheiden, ob sie da im Rollstuhl sitzen will oder auf dem Teppich. Ich hatte einen schönen dicken, flauschigen Teppich. Und wenn einer aus der Klasse dann im Rollstuhl sitzen wollte, habe ich gesagt, Katharina darf er? Ja, ich sage, du darfst aber nicht aufstehen, bevor du dir Erlaubnis gibst. Also der Zwang, dass er sitzen bleiben musste. Die Klasse hat ein Wir-Gefühl im Zusammenleben mit diesem Mädchen entwickelt. Wir haben 5 Minuten, bevor die Pause anfing, sind wir mit dem Rollstuhl in den Hof, das haben die Jungs der Klasse gemacht. Ich brauchte mich nicht mehr in der Pause da im Hof aufhalten. Die haben mich umgeben und haben mit ihr gespielt. Und 5 Minuten vor Ende der Pause tauchte ich auf, dann war klar, wir gehen wieder hoch. Und so ging das bis zur 4. Klasse weiter. Die Kinder wachsen daran. Und die wachsen auch daran, wenn sie ein Down-Syndrom-Kind in der Umgebung haben. Wenn die Eltern das nicht verhindern. Ich meine, wie viele Eltern gibt es, die sagen, Kinder, inklusive Schulen sind scheiße, da werden unsere Kinder gehemmt, unsere Kinder sollen schnell vorankommen. Also soziale Fähigkeiten müssen die Eltern ja auch erstmal werten lernen. Und wenn es sich halt um eine bestimmte Klientel handelt, die sehr ellenbogenmäßig unterwegs ist, kann das gut sein. Also so, ich meine, wenn man die Debatten um die inklusive Schule anschaut, dann gibt es Elterngruppen, die sind da vehement dagegen. Also wird das nicht realisieren? Also A, habe ich damals nicht die Eltern gefragt, als ich die Katharina aufnahm, sondern die Klasse gefragt und die war begeistert und hat das so den Eltern auch vermittelt. Dann war ich an einer integrierten Gesamtschule, da war das System sowieso anders. Wir haben aufgenommen, was da angemeldet wurde. Ich war auch auf einer integrierten Gesamtschule, aber leider ist das nicht die gesamtgesellschaftliche Realität, sondern die ist durch elitäre Gymnasien geprägt. Es tut mir auch leid, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ich hätte auch gerne nur integrierte Gesamtschulen, aber wenn man sich die Elternschaft anguckt, sieht es echt anders aus. Ich würde interessieren, innerhalb auch so einer gehörlosen Community. Wir hatten ja auch vorhin den Fall schon mit den tauben lesbischen Eltern, wo argumentiert wurde, gerade Taubheit ist eine Andersheit, eben keine Behinderung. Aber da gibt es natürlich dann auch wieder andere in der gehörlosen Community, die sagen, nein, wir wollen auch als Behinderte akzeptiert werden, weil natürlich damit auch finanzielle Vorteile gerade aus Krankenkassenhinsicht damit gerechtfertigt werden. Weil natürlich Krankenkassen, wenn man von sich selbst sagt, ich bin nicht behindert, dann würden Krankenkassen wahrscheinlich auch nicht sein. Ich glaube, das ist auch Teil der Argumentation. Oder auch der Teil des Grundes, warum bestimmte Gehörlosengruppen sich direkt auch als Menschen mit Behinderung klassifizieren möchten. Oder ist das eine falsche Einschätzung? Also, das halte ich jetzt für relativ weit hergeholt. Das ist mir jedenfalls so nicht begegnet. Es ist tatsächlich so, erstmal muss man mal aufpassen, wir schmeißen mal alle Behinderungen durcheinander. Behinderungen sind unheimlich verschieden. Man kann es nicht miteinander vergleichen. Die
Die Rollstuhlfahrer brauchen immer flache Bordsteinkanten, die Blinden haben gerne steile Bordsteinkanten, weil man die dann besser ertasten kann. Und wenn man sich das Hören anguckt, Hörlosigkeit ist eine Kommunikationsbehinderung. Mir fällt es zunächst einmal schwerer, mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren. Und das ist meiner Meinung nach eine der schlimmsten Beeinträchtigungen, die man haben kann, weil Kommunikation unglaublich wichtig ist unter Seelenwohl. Es gibt dann man könnte das jetzt etwas schnodderig Eck nennen, in Form der Gebärdensprache, die da wirklich eine reiche Kultur mit gebildet hat, die aber leider sehr stark auf sich zurückgeworfen ist. Wenn ich aber hier in unserer normalhörenden Welt agieren möchte, als Gehörloser hätte ich zum Beispiel keine Chance gehabt, auch nur einem einzigen Beitrag heute hier auf der Blended Realities folgen zu können, weil es wieder Untertitelung noch einen Gebärdensprache-Dolmetscher gab. Das ist jetzt von eurem kleinen Verein wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu leisten. Das zeigt aber, glaube ich, dann schon sehr stark, wie groß die Beeinträchtigung ist und dass man da, glaube ich, nicht davon reden sollte, dass man diesen Status nur bekommt, damit es irgendwoher mehr Geld gibt. Ich meine, davon abgesehen, durchläuft man natürlich sehr genaue Untersuchungen, bevor man ein Cochlea-Implantat implantiert bekommt, wo genau geguckt wird, bist du geeignet, hat die Operation Aussicht auf Erfolg, wie sind die physiologischen Zusammenhänge, bis hin zu dem Punkt, dass die Krankenkasse von mir ein Gutachten haben wollte, wie ich, der ich seit Jahren dort versichert war, Arbeitnehmer war, berufstätig war mit Abitur und studiert habe, von mir ein Gutachten über meine kognitiven Fähigkeiten gemeldet haben wollte, was natürlich absolut absurd war. Wir haben es dann übrigens einfach ohne gemacht. Ja, davon ist vermessen. Ich leugne ja nicht meine Beeinträchtigung. Natürlich habe ich eine genetische Krankheit, wie auch immer, eine Muskelschwäche, die äußert sich medizinisch in der Form, dass ich mich nicht bewegen kann. Also ist die eine Seite der Facette. Und die andere Seite der Facette ist eben die Behinderung, die durch die Strukturen in der Gesellschaft und Barrierefreiheit verursacht werden. Also die Wechselwirkung dazwischen, die macht die Behinderung aus. Die Wechselwirkung aus meiner Beeinträchtigung und den vorhandenen Strukturen in der Umwelt, die macht die Behinderung aus. Und ich glaube, da gibt es eben auch zwei Wege daran zu gehen, indem man einmal den Körper oder den Menschen verändert, zum Beispiel wenn man Cochlea-Implantat oder indem man einen Rollstuhl zur Verfügung stellt oder was auch immer. Das nimmt dann die eine Seite der Facette ab, hält in der Medaille ab. Und die andere Seite ist eben für Barrierefreiheit zu sorgen oder für gesellschaftliche Hilfe, Dolmetscher, Dolmetscher etc. Das ist aber nichts. Meiner Meinung nach nichts, was man gegeneinander ausspielen sollte, sondern es sollte beides möglich sein. Und das Vorhandensein des einen darf nicht dazu führen, dass das andere verweigert wird und umgekehrt. Also was zum Beispiel jetzt eine Erfahrung ist an der Goethe-Uni, dass mehrere Studierende versuchen, sich um Barrierefreiheit zu bemühen und die Uni aber an sich die ganze Zeit eine schwerstbehinderte Behindertenreferentin eingesetzt hat, die körperlich aufgrund ihrer häufigen Erkrankungen nicht in der Lage war, Barrierefreiheit wirklich durchzusetzen. Also das heißt, sie haben sich sozusagen jemand genommen in der Position der Behindertenreferentin, die aufgrund einer schweren chronischen Erkrankung sehr oft ausgefallen ist, bestimmte Kommunikationsschwierigkeiten, die für andere Behinderungen dann nicht kompatibel waren, so schön wie du das eben beschrieben hast. Eben, da ist der eine braucht den Bordstein so, die andere so. Und das gibt dann natürlich eine strategische Durchsetzung oder Blockade von Barrierefreiheit, die irgendwie auch gewollt ist, weil im Grunde genommen sind wir in einer kapitalistisch konkurrenten Gesellschaft. Je mehr Leute
ausgeschlossen werden, wenn es jetzt nicht die allerhöchstbegabtesten sind, wie zum Beispiel Stephen Hawking, ich meine, das ist jetzt das Extrembeispiel, ist es teilweise auch von Vorteil, bestimmte Leute in die Behindertenwerkstatt zu stopfen, weil sie könnten ja mein Konkurrent, also mein normal gesunder Konkurrent sein für den nächsten Posten als bla. Und die Erfahrung hat halt eben gezeigt, dass die Studierenden versuchen, das durchzusetzen, aber dass so keine Resonanz da ist. Also weder wenn es und das Professoren sogar ganz gezielt sagen, nö, wir bieten keine alternativen Prüfungsmodalitäten an. Was? Der kann mündlich seine Prüfung machen oder nur schriftlich, das ist uns zu viel Arbeit. Und sagen wir mal, wenn man sich die Campi anschaut, die sind nicht so easy peasy im Rollstuhl, die sind nicht so leicht zu behören und betasten. Also es gibt nicht überall Brain und es gibt nicht überall Türen, die aufgehen, wenn man auf den Knopf geht. Und wenn man dann permanent damit beschäftigt ist und die angeblich Verantwortlichen anruft und anschreibt, dann kommt man irgendwie so an den Punkt, eigentlich hat die ganze Barrierestruktur doch einen Sinn, nämlich Konkurrenten auszuschalten. Also das ist jetzt so mittlerweile, aber das ist jetzt auch eine Frage, warum gibt es nicht mehr Barrierefreiheit? Ich weiß nicht, ob ich das... Das erscheint mir ein bisschen zu krass. Also ich wollte nicht sagen, dass solche Denkweisen auch vorhanden sind, aber ich glaube eher, dass es um Unwissenheit und Ignoranz geht, als um solche Machtstrukturen. Die Machtstrukturen spielen dann insofern eine Rolle, dass die Leute, die Macht haben, eben unwissend sind. Also so eher vielleicht. Und ein behinderter Mensch, der hat oftmals Probleme, überhaupt irgendwie einen Tag zu organisieren. Ich meine, ich bin in der älteren Rolle, ich habe rund um die Umweltsysteme, ich hab einen Job, ich habe ein Auto, mit dem ich immer herkomme. Ich bin echt elitär in dem Sinne. Ich kenne aber auch behinderte Menschen, die einfach genug damit zu tun haben, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Wie sollen die den politischen Protest bewegen, sozusagen? Man sieht dann irgendwann bei Behindertenverbänden protestieren in Berlin, gegen irgendwas, gegen die Einkommensanrechnung oder so. Das sind dann fünf Handel, und das ist dann ziemlich mager. Das liegt aber nicht daran, dass es so unwichtig wäre oder so irrelevant oder dass es keinen interessieren würde, sondern oft auch daran, dass behinderte Menschen einfach gar nicht die Möglichkeit haben, auf die Straße zu gehen zu protestieren. Um nochmal kurz aufs grundlegende Thema zurückzukommen, es ist klar, es ist eine soziale Struktur und nicht die Schuld irgendeiner Präimplantationsdiagnostik zum Beispiel oder größere technische Veränderungen auch immer am Menschen. Aber kann man dann sagen, große Veränderungen erst dann, wenn sozial sozusagen umgestellt oder verändert ist? Das will man ja in dem Fall auch nicht und es wird sich auch nicht durchsetzen lassen. Ja. Vielleicht ein Beispiel, was gerade verdeutlichen kann, dass mit Hilfe von diesen Biotechniken auch gerade Pluralität gefördert wird. Das ist dieses Beispiel in England, also was gerade in England gesetzlich erlaubt wurde, nämlich die Möglichkeit, Kinder, dass drei Elternpaare, also drei Elternteile zusammen ein biologisch eigenes Kind bekommen können. Das ist zwar jetzt in diesem Fall auch nur gesetzlich, auch in England nur gesetzlich erlaubt, bei Müttern, die eine bestimmte mitochondriale Erkrankung haben, um diese zu vermeiden. Aber wenn man weiß, dass diese Technik funktioniert, dann hat das auch zur Folge, dass natürlich, das ist eine Möglichkeit für ein lesbisches Paar, biologisch eigene Kinder zu bekommen. Oder vielleicht, wenn drei Personen sich lieben, wenn zwei Frauen und ein Mann sich lieben und sie sagen, auch die können dann zusammen sogar biologisch eigene Kinder bekommen. Und hiermit wird gezeigt,
ja, mit Biotechnologien kann gerade auch die Pluralität gefördert werden. Es sind die Gesetze, die das Problem sind. Gesetzlich ist es nicht ist es verboten, aber biotechnologisch ist es gar kein Problem. Und ich finde das eine tolle Sache, dass es auf diese Weise erzählt wird. Mache mir auch keine Sorgen um die Pluralität da, weil ich mache mir Sorgen um das, was in einer rein menschlich bestimmten Pluralität oder menschlich heißt nun mal auch immer gesellschaftlich und sozial bestimmten Pluralität verschwinden könnte oder auf jeden Fall sehr reduziert werden könnte an Menschen, die immer irgendwie wichtig waren für die Entwicklung unserer Gesellschaft bis jetzt oder unserer Gesellschaften natürlich. Also ich bin tatsächlich für eine weitestgehende Liberalisierung und zwar aus dem Grund, die Technik ist in der Welt, sie wird eingesetzt werden und wenn wir den Einsatz nur denjenigen überlassen, die mit viel Geld und Aufwand das irgendwo im Ausland machen lassen oder vielleicht sogar das Ganze kriminalisieren und dann sozusagen sämtliche Formen der Modifikation oder Cyborg-Techniken im Grunde dadurch nur immer Kriminellen zur Verfügung stehen und nie den ehrlichen Menschen haben wir ein Problem. Das heißt, ich bin nicht der Meinung, dass wir unsere Nachwuchs modifizieren sollten oder nur dort modifizieren sollten, wo wir sicherstellen, dass wir durch die Modifikation im Individuum mehr Freiheit und Wahlfreiheit lassen. Aber trotzdem halte ich nichts von Verboten und von Einschränkungen, weil ich fürchte, dass die genau die gegenteiligen Effekte hat, dass sie zu Stigmatisierungen führen, wer das schon ausgeführt hatte. Und dass wir erst unsere Kultur ändern, um dann vielleicht mit der Technologie umgehen zu können, halte ich für naiv. So funktioniert es nicht. Die Technologie ändert sich und wir hinken mit unserer Kultur hinterher und finden irgendeine Möglichkeit, darauf klarzukommen und dann damit umzugehen. Und diesen Weg müssen wir gehen, auch wenn der teilweise sehr, sehr unangenehm werden wird. Und ich mich da auch nicht komplett jetzt irgendwie nur drauf freuen kann. Aber es gab da zum Beispiel am Anfang beim Vortrag von der Verena Kuni, die hat doch sehr stark über Neuroenhancing und Drogen gesprochen. Und jetzt ist ja auch die Vorstellung, dass die Drogen sich kulturell nach, sagen wir mal, so Mainstream-Bedürfnissen der Gesellschaft ändern. Also in bestimmten Dekaden wurde irgendwie, war es noch möglich, mehr zu kiffen oder dann vielleicht mehr zu koksen. Und jetzt hat, sagen wir mal, eine massive Leistungsgesellschaft zum extraorbitanten Einsatz von Ritalin gesorgt. Und Kinder, die mit ADS diagnostiziert werden, Erwachsene, die mit ADS diagnostiziert werden, werden mehr oder weniger gezwungen, aufgrund einer notwendigen Anpassungsleistung in die Normalschule das zu nehmen. Also es gibt extremen Druck auf die Eltern und da gibt es ja dann auch eine Selektion. Also die Kinder, die happy chappy weiter mit ADS leben, die müssten dann auf die Waldorf, wenn die Eltern sich das leisten können oder sie haben große Nachteile. Und dann hat ja irgendjemand gemeint, dann gibt es sozusagen Menschen, die wichtig waren für die Gesellschaft. Und jetzt sagt dieses Konstrukt ADS sind tendenziell eher kreative, hyperfokussierte Leute, ohne es jetzt übertreiben zu wollen. Wenn die alle auf eine Art und Weise medikamentalisiert werden, fällt diese Gruppe ja, ich weiß nicht, was die Grundschullehrerin jetzt gleich dazu sagt, die würden ja wegfallen, dann fällt ja auch ein Potenzial weg und alle werden dann so jumm. Ich möchte mal ganz kurz reinfletschen. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wenn ich jetzt sofort losgehe, bekomme ich heute noch an die CE und schaffe morgen Dinger. Ich würde mich kurz gerne für die Aufmerksamkeit bedanken und ich finde nicht, dass Georg abmoderieren sollte. Im Gegenteil, macht bitte unheimlich einfach weiter. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Oh. Noch fortsetzen, wenn ihr möchtet, beziehungsweise oder auch beenden. Also ich habe auch noch Dinge zu tun, aber ich glaube, Christian möchte auf jeden Fall auch mal was sagen. Wenn du mir den Ball zuhörst,
Ich möchte vielleicht auch noch einen positiven Aspekt der Möglichkeit der Wissenschaft und der Forschung aufstellen. Ich bin jetzt, hat mir jetzt erst so raushören können, dass ich total der Kritiker und der Redner dieser Entwicklung bin. Das möchte ich sagen, das ist nicht so. Und der Redner dieser Technologie mit allen Meeren, das ist nicht so. Ich sehe auch durchaus Potenziale in technischen Möglichkeiten in Behindertenwelt selbst. Ich bin zum Beispiel total froh, dass ich meine Rollstuhl habe. Ich bin total froh, dass ich eine Spracherkennung habe für meinen Computer. Ich sehe mich insofern auch als ein bisschen als Cyborg, dass ich meine Rollstuhl als Körpererweiterung erlebe und da gar nicht mehr so unterscheide immer zwischen dem Rollstuhl und mir als Körper, sondern die Steuerung des Rollstuhls ist so mit mir verwachsen, dass ich das Unterbewusstsein werde. Also es gibt durchaus positive Aspekte und da, das möchte ich auch mal loben. Eine andere Sichtweise ist ja, dass viele Leute Angst jeweils davor haben, in den Rollstuhl zu kommen. Eine große Erschreckungsmeldung ist immer, oh mein Gott, ich bin jetzt an der Rollstuhl gefesselt. Damit diese Technologie des Rollstuhls virtualisiert, eben auch negativ dargestellt als was einen hindert. Das ist aber eben gerade nicht so. Ohne den Rollstuhl wäre ich viel mehr behindert als mit dem Rollstuhl. Insofern fühle ich mich zum Beispiel überhaupt nicht an den Rollstuhl gefesselt. Vielleicht kann man über solche Aspekte noch mal mit dem Diskussion. Was mir so sehr am Herzen liegt, ist sozusagen, ich bemerke überall, wenn ich mich gerade so in Gesetzgebung an Lebensanfang, wenn wir uns diskutieren, auch ja, befruchtete Eizelle, Embryonen und forschen daran, dann spürt man da in dem Zusammenhang ganz besonders stark, wie stark das christliche Denken noch immer unsere Gesetzgebung prägt. Und ich persönlich und auch alleine, wenn man sieht, dieser Bezug, dieser Gottesbezug selbst im Grundgesetz noch vorhanden, macht deutlich, dass sozusagen religiöses Denken in Deutschland aufgewertet ist. Und sozusagen derjenige, der Skeptiker, Naturalist ist, dass auf denjenigen, dass der ausgeschlossen ist, der seine Sichtweise etwa auch auf den heranwachsenden Menschen, eben, dass der nicht anerkannt wird. Und das finde ich eine paternalistische Bevormundung dieser Art zu denken, gegen die ich versuche entgegenzuwirken. Das heißt nicht, dass ich versuche auf gesellschaftlicher Ebene naturalistisches Denken durch Christ oder Christ, das christliches Denken durch naturalistisches Denken ersetzt wird. Aber ich plädiere dafür, dass einfach Freiheit so eine verdammt wichtige Errungenschaft ist. Und damit auch die Freiheit, nach meiner Vorstellung nicht nur eines guten Lebens zu leben, sondern auch, dass meine Weltanschauung eher als eine diesseitige, nicht dualistische, naturalistische, dass ich auf dieser Basis auch leben darf. Und dass ich nicht, und dafür haben wir im Laufe der Aufklärung gekämpft. Es war im Laufe der ganze Zeit Mittelalter immer noch so und ist heute noch in den meisten Ländern so, dass die religiösen und aristokratischen Führer das Recht hatten zu bestimmen, wie die Bevölkerung zu leben hat. Und das ist diese große Errungenschaft der Aufklärung, dass wir auf verschiedenen Ebenen, politischen Ebenen, naturwissenschaftlichen, philosophischen Ebenen, die haben alle dafür gekämpft, dass wir nach unseren eigenen idiosynkratischen Vorstellungen eines guten Lebens leben dürfen. Und das ist, denke ich, eine Errungenschaft, die wir nicht unterschätzen dürfen und deren Wert wir auch nicht, der wir uns immer bewusst sein dürfen. Und ich denke, und darauf stoße ich insbesondere, wenn ich bemerke, wie stark christlich-kantisches Denken noch immer unsere Gesetzgebung beeinflusst. Und ich plädiere dafür eine größere Form von Pluralität. Ja. Jetzt kann ich mich aber nicht.
Zurückhaltung ganz kurz dazu, das Lager zu stellen und der Aufklärung zu bilden, nämlich mit dem Freiheitsbegriff. Auch wenn es sehr weit wird, würde ich das ganz kurz nochmal, weil Freiheit hängt für mich auch immer mit Macht zusammen und wer definiert die Freiheit. Und gerade in einem Gesellschaftssystem, in dem wir leben, ganz pragmatisch und kapitalistisch, wenn eben der mehr Macht, der mehr Geld hat und so. Und dann hat er eventuell auch mehr Freiheit. Das muss man schon nochmal in den Kontext setzen, finde ich. Und zum christlichen Glauben als Paradigma, ich sehe mich überhaupt nicht als Christ. Also ganz und gar nicht, ich sehe mich auch eher als Freidenker, als Humanist, wenn dann überhaupt, wenn ich mich als spirituell bezeichnen würde, als Heide. Aber trotzdem sehe ich bei mir gefühlsmäßig da auch, Ressentiments, wenn es eben um den Anfang und das Ende des Lebens geht, ist so. Ich glaube, man muss auch nicht alle Widersprüche ausgeräumt haben am Ende. Das gehört auch nicht zum Menschsein dazu. Ich würde vielleicht höchstens noch anmerken, dass man Humanismus nicht immer unbedingt nur als Gegensatz in der Geschichte und seiner Entwicklungsgeschichte zu christlichen Vorstellungen sehen muss. Aber das ist eine einfache geschichtliche Frage. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und die spannenden Beiträge und die Diskussion. Und sage, in Bagon geht's anschließend ab 8 weiter mit Konzerten und einem großen DAP-Festival. Und morgen kann man hier nochmal alles ausprobieren. Sämtliche Geräte werden nochmal lauter sein dürfen als hier und die Maker Faire ist auch nochmal geöffnet.